So, hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu einer weiteren Folge von Bridge Constructor Medieval im Mittelalter sozusagen. Die ersten zwei haben wir ja schon geschafft. Das mit dem Fischlein, das habe ich leider nicht auf Gold geschafft. Ich wüsste nicht, wie es funktioniert. Um uns nicht zu langweilen, Entschuldigung, werde ich hier natürlich für den Biernachschub sorgen. Ja, 20.000. Nicht mehr dürfen wir ausnehmen. Steinpfeiler, okay. Steinpfeiler und Seile. Das sind die neuen Sachen, die wir sozusagen bauen dürfen. Und dann werden wir das auch tun. Das bedeutet, okay, von gelben Ankerpunkten aus, okay. Okay, muss in ein Stück gebaut werden. Okay, gelb. Das bedeutet, hier ist der Steinpfeiler. Batsch. So. Schön. Bis zur angezeigten Hälfte. Ist es doch, oder? Ja. Und warum geht es jetzt nicht weiter? Hallo? Ist falsch gemacht. Ja oder nein? So? Nein. Ach so. Hier. Hier. Und hier. Haha. Ja, wir wählen dafür Holz aus und machen hier die Fahrbahn drüber. Zack, zack, zack. Okay. Wo sie nicht gestützt ist, Seile können lange Strecken gespannt werden. Sie halten ein wenig mehr Zugbelastung aus als Holz, dafür aber keine Druckbelastung. Aha. Zack. Zack, zack. Und na, was ist los? Und wir testen die Brücke. Lasset das Bier fließen. Also die Seile hätte ich im letzten Video auch gebraucht. Also bei der letzten Brücke. Wäre sicher eine tolle Hilfe gewesen. Wie sieht es eigentlich von den Finanzen her aus? Sind wir drüber gewesen oder? Ich habe das Tutorial gemacht und habe mehr ausgegeben. Hä? Okay, was ist, wenn ich hier jetzt die Sachen hier lösche? Okay, die Sachen hier lösche. Und das hier lösche. Und dann sage ich. Wir machen das mit Stein, das ist klar, aber nur bis dorthin. Dann machen wir so Billigholz. Und da machen wir auch so Billigholz. Und da machen wir auch so Billigholz. Und dann machen wir das auch hier so mit Seilen fest. Und dann sind wir 200 über dem Budget. Das ist aber auch nicht gut, Entschuldigung. Nicht gut. Oh, 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 oh. Ah, nein. No way. Au. Tja. Ich glaube, das müssen wir dann noch ein bisschen mehr modifizieren. Da müssten wir dann wahrscheinlich rein theoretisch so einen Hemm bauen. Und da genau dasselbe. Zack. Probieren wir nochmal. Okay. Nein. Nein. Aus. Gar nicht gut. Ja, wie sollten das gehen, liebe Freunde? Liebe Freunde der Konstruktion. Das kostet zu viel. Hallo?
Okay, ich glaube, wir lassen das, also diese Brücke auch noch, weil das war ja auch so ein Tutorial sozusagen. Wir kümmern uns im nächsten Video um die nächste Brücke. Bis dann.